geht ab, Leute, und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, heute kommt der Thomas vorbei und zwar mit einem Bike, was ich testen werde die nächsten Wochen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was es für ein Bike ist, vielleicht aber auch nicht. Aber ich muss mich jetzt auf jeden Fall ganz schnell ready machen. Und ja, in der Zeit, wo ich mich ready mache, gibt es natürlich auch meine Morgenroutine. Und das ist natürlich die Überleitung zur Werbung für heute. Wir sehen uns gleich direkt wieder nach der Werbung. Dann bin ich auch schon ready und mit dem Thomas wahrscheinlich schon draußen im Wald. Let's go! Danke an den Sponsor des heutigen Videos, Athletic Greens, AG1. Von den 75 Inhaltsstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe ist besonders Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C super, um das Immunsystem zu unterstützen. Athletic Greens ist im Abo-Modell erhältlich. Es wird sozusagen monatlich zu euch nach Hause geliefert. Den Lieferrhythmus kann man selbst bestimmen und anpassen und das Abo kann auch jederzeit pausiert oder gestoppt werden. AG1 ist mein Vitaminkicker morgen. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben und das finde ich eine super Sache. Wenn auch du Bock hast, das Ganze mal zu testen und es gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie, dann nutzt doch den Link in der Videobeschreibung und dann bekommst du noch ein Travel-Pack und obendrauf sogar einen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2. Das heißt, wenn du Bock hast, das Ganze mal zu testen, nur zu, check den Link in der Videobeschreibung. Das ist zwar krass, ne? Macht tatsächlich so ein bisschen lustig, ne? Oh, da darf man gar nicht im Fahrrad fahren. So! Aber bist du nicht die Highline oben gefahren? Nee. Ja, ich fahre immer neuerdings oben. Ist mir aber erst aufgefallen, als ich mit dem Levo hier unterwegs war, also gar nicht so lange her. Jetzt ein paar kleine Jumps. Hallo. Oh, Baumstumpf. Da das Video natürlich die erste Ausfahrt auf dem Kenevo SL heißt, muss ich natürlich auch ein bisschen was erzählen über das Kenevo SL, wie es sich anfühlt für mich. Das ist ja für mich das Allerwichtigste, wenn ich mir ein Bike aussuche. Und ich muss sagen, das Kenevo SL könnte sozusagen das Torque und das Focus ersetzen. Allerdings muss ich das noch dem ein oder anderen Test unterziehen. Hier auf meinen Home Trails ist das Ganze natürlich, war mir vollkommen klar, dass das Ganze gut funktionieren wird. Allerdings, was nicht klar ist, ist, wie sehr man sich wohlfühlt auf so einem Fahrrad. Und für mich war es so, ich habe mich aufs Bike draufgesetzt und es war so, als wäre ich das Bike irgendwie schon immer gefahren. Hey Thomas. Hier ist mit der Emily. Mit der Emily, die Emilys. Komm, ich schnitt drüber. Noch Highliner als du gefahren. Noch höher. Hast du vorne schon hoch. Ach so. Ah!
Puh. Boah, der eine war aber in der Compression voll aufgeweicht, wa? Ja, voll. Boah, voller Rad weg. Also, man merkt schon, das Rad hier ist fettiger. Ja, ne? Aber, war nicht so gut, ne? Also, vorher echt Arbeit hier das Rad eigentlich, wenn man die Beschwerde fahren will, ne? Ja, aber ich musste sagen, mit dem Levo war es hier halt, weil es so poppig ist, leichter überall rumzuhüpfen. Wo stehen? Ja. Aber hier ist auch viel Laub runtergekommen. Genau. Hier? Würde ich zum Beispiel hier rüberfahren? Ja, aber eigentlich ging es hier rein. Ja, genau. Und dann kommt da so ein Baumstumpf-Ding. Also hier wäre dann hier so ein Jump, Whip, ne? Gegenhandlern, das ist super Idee. Schipper-Jump, richtig? Ja. Genau, und dann in der Rinne bleiben. Und dann den Baumstumpf Wallride hier nehmen. Und dann haben so... Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Und dann gibt's hier, genau, aber das ist halt komplett verkommen. Double ist das. Ja. Gerade einfach springt. Ich hab mich schon gewundert, was du vorhast. Das sind beides Double. Ja, ja. Okay, hier kann man ja nice was draus machen, ne? Ja. Absprung ist vielleicht ein bisschen sehr steil. Und die Landung ein bisschen nah. Für so einen hohen Sprung, ja, auf ja. Jeden Fall. Wenn der Absprung so wäre wie die Landung, dann wäre das okay. Ja. Perfekt. Ja, genau. Das Problem ist einfach nur, man muss halt durch die Walachei wieder raus. Es gibt keinen Trail ganz runter. Okay. Das habe ich... Ja, muss man den machen, oder? Da ja. Ist irgendwo ein Wanderweg? Nee, da vorne ist nur noch Gestrüpp. Man müsste es echt komplett freischneiden. Aber dann geht es theoretisch bis nach ganz unten auf dem Fußweg. Und dann ist das eine recht lange Abfahrt auch. Okay, aber es hat doch Potenzial hier. Ja, und hier stößt du halt echt keinen, ne? Natürlich gucken, wenn ganz viel Wasser ist, ob das hier eine Wasserführungsrinne ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Ist wie in Altenberg, da ist das auch überall so. Ich dachte gedacht, das wäre nur ein Kicker. Also eine Sache steht schon mal fest. Und zwar, dass es, wenn man vor der Arbeit Fahrrad fahren geht, eine super Sache ist, weil man einfach ziemlich genial in den Tag startet. Was das Kenevo SL angeht, ja, ich finde das Rad schon ziemlich nice und werde es jetzt noch dem ein oder anderen Test unterziehen und dann schauen wir mal, ob das Kenevo tatsächlich das Focus und das Torque ersetzen kann, also sozusagen von zwei Bikes auf ein Bike gewechselt. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Daumen nach oben nicht vergessen. Natürlich die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Denn auch im Winter jede Woche zwei neue Videos auf dem Bike oder ums Bike herum. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ach so, ja. Hallo. Hey.